Hallo, liebe Freunde, wir wollen uns heute mal die Cobra 3 Black Powder 4 von de Blasio Elio ansehen. Und zwar aus gutem Grund. Es gibt ja nun schon einiges an Videos davon, auch auf YouTube. Und ja, da gibt es irgendwie verschiedene Varianten. Denken wir an das Röder-Video zum Beispiel. Da ist der Böller ganz ohne Vorbrenner bei denen von Feuerwerkshop, also quasi Knalltrauma. Feuerwerk, da sieht man schon einen Vorbrenner in Rot. Und da gibt es noch ein Video, ich habe jetzt vergessen von wem. Ja, da ist was, ein Vorbrenner ist so viel gesagt, da kommt sowas Goldenes raus, wie eine kleine Goldfontäne sieht das fast aus, könnte allerdings auch die Visco sein. Dann gibt es noch mal so ein Video, wo das einer am Tage auf so eine Wiese zündet, da ist wieder gar kein Vorbrenner und so weiter und so fort. Man wird fast, ist fast der Meinung, da gibt es irgendwie zwei Varianten vorne von. Und wir gucken uns jetzt mal an. Ich bin auch der Meinung, dass ich ein Video gesehen habe, wo die irgendwie anders ausgesehen haben. Vielleicht gibt es wirklich so eine, ich sage jetzt mal, Mustervariante, die vorab verschickt worden ist, die noch ein bisschen anders war. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken uns jetzt hier erstmal auf alle Fälle die an. Das ist auf alle Fälle eine normale Verkaufsvariante. Ja, wir haben also hier fünf Böller drin. Hier steht extra nochmal dran, dass es sich also um Schwarzpulver handelt. Wir gucken uns mal an. Wir haben also, wie man sagt, man sieht ja gar nichts. Wir haben noch eine BAM-Zertifizierung, eine BAM-Nummer und natürlich eine F2-Zulassung. Wir haben pro Stück 4 Gramm drin. Also 20 Gramm die ganze Tüte. Interessant ist auch noch, der Sicherheitsabstand ist 8 Meter, empfohlen sind 15 Meter. Das hört sich ja schon wieder so an, fast als ob irgendwelche Fropfen rumfliegen. Denn wenn wir uns hier auch mal so ansehen, die Bauart sieht doch sehr ähnlich aus wie von The King oder King Cobra. Sorry, da war jetzt der Akku alle. Ich habe eigentlich gedacht, das schaffen wir noch. Okay. Wo waren wir eigentlich? Wir wollten uns die mal angucken, wie die so ein bisschen, ob man ein bisschen was sehen kann. Also so sehen die von außen aus. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, da sahen die irgendwie anders aus. Ihr könnt das mal in den Kommentaren schreiben, weil irgendwas stand hier anders. Weiß ich nicht. Ansonsten ist der Text derselbe, der auch bei den, der auch auf der Verpackung draufsteht. Wir wollen mal gucken. Das kann man ja hier ruhig mal ein bisschen abmachen, das Papier. Weiter gehen wir jetzt hier nicht. Hier ist ein weißer Dämmstoff drin. Es geht nochmal relativ hier weit rein, 2, 3 cm. Und der ist so richtig reingepresst. Hier sieht man am Finger, das habe ich jetzt hier vom Rand. Also der ist schon gut verdämmt da unten. Die Wandung ist nicht dick. Das ist aber auch kein richtig gewickeltes Ding, also irgendwie wird schon gewickelt sein, aber das ist wieder mehr so ein fertiges Röhrchen schon. Ne, aber sehr stark nach unten verdämmt. Das ist gut. Oben wird es ähnlich aussehen, schätze ich mal. Oh nein. Ah ja. Oh nein, ah ja. Ihr seht mal die Lunte, die geht gar nicht rein. Das spricht natürlich dafür, dass das hier dann ein Vorbrenner ist, denn dann braucht ja die Lunte nur hier ran. Also die Dinger werden einen Vorbrenner haben. Wir werden auch nochmal den testen. Und ich sehe gerade, ich weiß noch nicht, ob man das sehen kann im Video jetzt. Wenn er mal hier vorne, ich kann mich so zeigen, muss eine andere Lunte nehmen. Hier guckt, wo die Spitze der Lunte ist, da geht eine Visco rein. Hier ist eine Visco drunter. Ach, kann man ja gut sehen jetzt. Das heißt also, wenn das hier keine Anfeuerung sein soll, dann ist das Schwarze hier oben wirklich ein Vorbrenner. Der zündet dann die Visco, die nach innen geht. Und ja, ich weiß nicht, das sieht eigentlich doch ganz interessant aus. Wenn wir rüberfahren, die zum Zünden, vielleicht sollten wir da auch nochmal einen öffnen lassen. Weil. Das wäre schon ganz interessant. Ich weiß jetzt nur nicht so hundertprozentig, darum habe ich eben so ein bisschen gestockt, ob wir jetzt noch die Gelegenheit dazu haben. Ja, falls nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Falls nicht, ist es ja auch egal. Man kann sich ja dann vorstellen, wie das aufgebaut ist. Wenn das wirklich so ist, dann haben wir hier einen Vorbrenner halt, der wird durch diese Visco gezündet. Dieser Vorbrenner zündet diese Visco, die dann noch ein bisschen hier reinbrennt, solange vielleicht auch wieder Vorbrenner brennt und dann zerlegt. Also da gucken wir doch jetzt mal ganz genau, ob wir da einen Vorbrenner sehen. So, dann schauen wir mal, ob wir einen Vorbrenner da sehen oder nicht. Also, ich habe eigentlich keinen gesehen. Wir machen mal noch einen zweiten. Also irgendwie ist da ein bisschen was goldig und vielleicht soll auch ein Vorbrenner sein, aber ein roter Vorbrenner wie in anderen Videos habe ich hier wirklich nicht gesehen. So, nun hat das ja gestern nicht mehr mit den Öffnen geklappt, wir müssen ja auch mal irgendwann nach Hause. Aber die Jungs haben mir heute eben eine E-Mail geschickt, nochmal mit Bildern, dann kann man das genauso machen wie bei den Funkeböllern. Das reicht ja auch völlig aus, wenn die Qualität jetzt nicht so gut ist, als wenn man das selber filmt. Aber das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Wir sehen also hier auf der linken Seite, sehen wir wirklich, dass ein Vorbrenner auch vorhanden ist. Ne? Dieser Satz, der hier vorne ist. Hier die kleine Visco, die rausguckt. Das haben wir ja schon am Anfang des Videos gesehen. Also die andere Visco, die liegt einfach nur hier drauf. Zündet diesen Satz, dann zündet diese Visco. Die geht hier durch den immensen Anteil an Verdämmung durch. Und zündet dann hier in der Mitte Schwarzpulver. Wenn man da auch mal rangeht, kann man mal schön sehen, dass es so ein grobes Schwarzpulver ist. Nur mal jetzt mal so als extra Hinweis. Und wir sehen auch hier, ich muss immer ein bisschen so machen, sehr viel Dämmmaterial drin in den Dingern, knallen aber recht gut. Kam jetzt im Video nicht so rum, weil wir das nur mit Handy da gefilmt hatten. Ist halt so hier, also dieser Vorbrenner ist vorhanden, das sieht man ja nun. Im nächsten Bild kann man das dann auch noch besser sehen. Ich will mal gucken, dass man hier die Störung nicht ganz so doll drauf hat. Also hier ist ganz deutlich ein Vorbrenner zu erkennen. Hier sieht man es ja noch besser. Warum der nun allerdings keine rote Farbe hat, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, es gibt Videos, wo der in Rot abbrennt. Es gibt Videos, wo der so goldig hier wie bei mir abbrennt. Und es gibt Videos, da ist überhaupt gar keiner zu sehen. Ob das jetzt verschiedene Chargen sind, ich weiß es nicht, ob man das irgendwie an der Seriennummer da erkennt, die da draußen drauf ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, für so einen Shopbetreiber ist es natürlich blöd, wenn der jetzt zum Beispiel die Dinger verkauft mit roten Vorbrenner und dann haben sie gar keinen. Die haben jetzt nochmal Folgendes gemacht, die haben hier, weiß nicht, ob es jetzt der war, oder jedenfalls nochmal einen geöffnet und haben den so offen gezündet, damit man mal den Vorbrenner sieht. Weil wenn das Ding einen dann um die Ohren fliegt, kann man ja irgendwie nicht so dicht daran oder was. Das sieht man jetzt, glaube ich, wartet mal kurz. Geh mal gleich mal ein bisschen zurück. Weiß nicht, ob das gleich startet, wenn ich hier umschalte. Denke, das sieht man jetzt hier. Ja, hier ist es so ein bisschen, kann man das erkennen. Das ist noch die Visco, die jetzt brennt. Und jetzt zündet eigentlich dieser Vorbrennersatz. Man sieht, das ist so ein goldener Funkenflug, so gut sieht man es jetzt hier nicht in diesem Video. Und die Visco brennt durch und das war jetzt hier der Satz vom eigentlichen Knall gewesen. Man sieht also, dass ein Vorbrenner, ich mache das mal normal, man sieht also, dass ein Vorbrenner da ist. Ja, man sieht aber auch, dass der keine Farbgebung hat, sondern eben hier jetzt nur Gold ist. Tja, wie gesagt, wer da Näheres drüber weiß, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben ja noch ein paar andere Leute den schon gezündet. Vielleicht gibt es ja auch mal einen grünen und einen blauen. Keine Ahnung.